Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute werden wir den Härtetest mit den Einhell-Rasenmäher machen und zwar, um genau zu sein, mit dem GECM43LI. Laut Beschreibung soll der Rasenmäher ja mit den vorhandenen Akkus, die ja 4 Ampere betragen, 16 Volt, 600 Quadratmeter schaffen. Ich habe hier eine Fläche, die ist da, geht da hinten noch weiter, die hier und ein kleines Stück nach auf die andere Seite. Das sind so circa 400 Quadratmeter, aber wirklich nur ganz grob. Der Rasen an für sich selbst, das wird ein bisschen schwierig für den Rasenmäher. Der ist schon ein bisschen höher und ich denke mal, der wird auch ein bisschen zu kämpfen haben. Das heißt, der wird wahrscheinlich ziemlich viel Power brauchen und deswegen auch mehr mehr Strom aus den Akkus ziehen. Ich setze sie jetzt ein, dann gucke ich mal, welche Höhe ich nehme. Ich hoffe mal, dass die Windgeräusche nicht so, doll sind, dass ihr mich auch versteht. Es ist Samstag und viele sind ja auch mal mit am Rasenmähen, also dafür, falls der Ton ein bisschen schlechter ist, sorry. Aber wir tun jetzt die Akkus hier einsetzen und die habe ich voll geladen. Alle LEDs leuchten. Verbindungsschlüssel einstecken, sonst startet er nämlich nicht. Und jetzt noch die gewünschte Rasenhöhe. Ich werde mich jetzt mal für 45 entscheiden. Mal sehen, ob das hier ausreicht, weil wie gesagt, der Untergrund ist nicht eben. Da sind auch so ein paar Huckel drinne, nicht, dass ich da irgendwie versehentlich die Erde mit abmähe und das wäre natürlich nicht so toll für die Messer, die unten drunter sind. Wie gesagt, der Durchmesser der Messer ist 43 cm und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal eine Bahn und schauen mal, wie das Ergebnis aussieht. Ich denke mal, mit 4,5 cm sind wir gut bedient und jetzt testen wir quasi die Akkus, wie lange die halten, ob die das alles so schaffen, wie der Hersteller das behauptet. Und deswegen seht ihr jetzt wahrscheinlich einen Zeitraffer, weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich, sonst würde das Video viel zu lange gehen. We'll be right back.
Ich würde mal sagen, das kann sich doch super sehen lassen, oder? Und wir gehen jetzt zur Rasenfläche Nummer 2 und schauen uns dann gleich mal den Akkuverbrauch an. Das waren jetzt so ungefähr 160 Quadratmeter. Und die nächste Fläche wird dann auch nochmal so, ja, ich sag jetzt auch mal so 160. Jetzt sind wir dann also quasi bei 320 Quadratmeter. Das wäre dann also die Hälfte von dem, was der Hersteller sagt, wie lange die Akkus dann oder ja, halten sollen. Akku 1. Zwei von drei LEDs leuchten noch, also wir haben noch so ungefähr über halb voll diesen Akku und theoretisch müsste der andere Akku ja genauso voll sein. Ja, auch zwei. Bis jetzt gefällt mir der Akkurasen mir wirklich 1A. Ich wusste gar nicht, dass man 65 Liter so schnell voll kriegt mit Rasenabschnitt. Wow. Okay, ich denke mal, wenn der Rasen dann eher gepflegter ist, dann wird der Korb, dann wird das Entleeren des Korbes auch ein bisschen länger dauern. Und außerdem denke ich dann auch, dass der Akkuverbrauch dann etwas niedriger wird, da ja der Rasenmäher dann nicht mehr so zu kämpfen hat, als wir jetzt hier bei diesem hohen Gras. Also ich positioniere euch jetzt wieder und dann geht das mit dem nächsten Teilstück, worauf ich mich jetzt hier schon befinde, weiter. Der ist noch unebener. Ich hoffe, die 45, die wir eingestellt haben, die reichen. So, die nächste Fläche ist geschafft. Jetzt bin ich gespannt, wie weit unten der Akku ist und ob man da noch was machen könnte. Theoretisch haben wir jetzt so grob 320 bis 340 Quadratmeter geschafft. Und wenn man einen hell glauben darf, sollte ja eigentlich noch die Hälfte des Akkus voll sein. Aber ich glaube da nicht dran, weil
ziemlich hoch, das Gras. Der hatte also wirklich zu kämpfen. Das hat man auch gehört. Denn wenn dieser Akkurasenmäher hier quasi, sagen wir mal, leichtes Terrain hat und der Rasen nicht so hoch ist, dann schraubt der, habe ich das Gefühl, die Drehzahl nach unten. So ist er jetzt immer auf volle Power gelaufen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir noch einen halben Akku voll haben. Aber wir schauen mal trotzdem. So, schauen wir mal. Könnt ihr das sehen? Eine LED leuchtet noch. Das heißt, ein bisschen Saft hat er noch. Ich könnte noch ein paar Meters machen, was ich auch machen werde, allerdings ohne euch, denn ich glaube, das Video ist auch schon viel zu lang geworden. 600 Quadratmeter. Ich denke, bei den optimalen Rasen, ja, also wirklich schön gerade, Rasen nicht so hoch, doch, glaube ich, schafft er. Aber wenn jetzt halt so ein bisschen wilder Rasen ist und die Fläche nicht so eben und ihr habt den, oder der Rasen ist zu hoch gewachsen, weil da muss er sich natürlich anstrengen. Ich glaube, da sind wahrscheinlich 600 Quadratmeter nicht drin. Nichtsdestotrotz habt ihr aber 400 Quadratmeter locker. Wie dem auch sei, mir gefällt das Ding. Ist natürlich komplett aus Plastik. Man sollte also vorsichtig machen, ne? Dass man da nicht mit voller Wucht gegen irgendeinen Stein fällt. Aber ansonsten, auch diese Füllstandsanzeige funktioniert ganz gut. Wenn der Korb leer ist, dann durch die Bewegung da drinnen, durch den Luftzug, den die Messer da erzeugen, dann stottert das hier immer. Dann geht er immer hier hoch und runter, hoch und runter. Und ist der Korb dann voll, da kommt ja auch keine Luft, dann bleibt einfach die Klappe hier unten und ihr wisst, der Korb ist voll. So viel jetzt zu meinem kleinen Härtetest mit den Einhell-Akku-Rasenmäher. Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann angucken, falls ihr überhaupt Interesse daran habt. Ansonsten hoffe ich habe euch gut unterhalten so ein bisschen hier. Und ich würde mal sagen, das nächste Gartenprojekt hier wird dann meine Solaranlage sein. Noch habe ich das Häuschen im Marke Eigenbau nicht stehen. Damit fangen wir aber bald an. Und dann kommt natürlich dann so eine kleine Solaranlage rein. Aber da muss ich mich noch informieren, das ist ein bisschen tricky, sage ich jetzt mal, für meine Verhältnisse. Da muss ich erstmal ganz genau sicher sein, was ich brauche, wie ich es machen kann. Ihr wisst Bescheid. Aber auf YouTube gibt es ja alles zu sehen. So, wie dem auch sei, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Müsst ihr aber nicht. Ansonsten sage ich, sehen wir uns beim nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.